Ist doch alles Kacke, ey. Haben wir nicht auch noch Fenster hier drinne? Nee, unwahrscheinlich, ne? So. Die Tür ist heile geblieben, habe ich gesehen. So, da oben die Treppe fehlt. Und das Eichenlaub hier muss noch ersetzt werden. Hier kam gerade von rechts so ein relativ seltsames Geräusch. Deswegen war ich gerade kurz stiller. Weil ich habe hier rechts bei mir im Zimmer laufen solche Rohre und die haben halt geklimpert. Warum auch immer. Als wäre da so ein Drahtdingens so drin, wisst ihr? Und das würde sich bewegen. Wisst ihr, was ich meine? Nein? Okay. So, das Eichenlaub und Holztreppen. Haben wir hier Holztreppen? Sagt ja. Holztreppen, nein. Nein, nein und nein. Dann machen wir uns mal eben welche. So. Genau so war das und dann war das so. Nein, das war komplett anders. Ja, ne, ach, ich muss jetzt die Schere, weil das mache ich nicht so. Wo haben wir denn die Schere? Das sind Deko-Elemente, das lasse ich so. Ach, hier ist die Schere, genau. Die ist mir viel zu schnell, ne? So war das, genau. Warte mal, hier Blumen. Ah, scheiß drauf. So, dann eben den ganzen Ranz wieder hier ablegen. Das Steaks brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht. Das. Alter, komm, jetzt so. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir erstmal nicht, das brauchen wir auch nicht. Das könnten wir gebrauchen. Die Steinziegel behalten wir auch erstmal. Die Treppen. Na komm, behalten wir einfach mal den Ranz. Wo ist das andere jetzt hin? Da. Cobblestone können wir gut gebrauchen, weil wir werden Stein braten müssen. Wir werden uns Stein kochen. Und Holz beide ich auch mal. Haben wir hier noch irgendwo eine Workbench? Hatten wir doch noch irgendwo, oder? Die Leiter nehmen wir einfach auch mal mit eben. Da brauchen wir diese scheiß Billigtreppe da nicht. Auch Kies. So, so. Bin ja gerade alles am Durchgucken, ob wir irgendwas gebrauchen können, ne? Also. So, dann. Glaube ich, war es das erstmal. So. So, 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 hier runter. So, guck mal, dann machen wir eben hier. Haben wir eine Workbench. Ja, fortgeschrittenes Handwerk. Dann machen wir es mal eben. Zwei Kisten. Und daneben. So machen wir auch ein paar Öfen. Genau, sechs machen wir dann. Kohle haben wir dabei, super, aber nicht genug. Dann gehen wir die eben noch holen. Dann machen wir einfach hier erstmal weiter, ne? Ist ja auch kein Problem. So. Guck
Guck mal, eben erst hier nach, ob wir hier noch Kohle haben, damit wir nicht, ne, sonst müssten wir so, eben zum Lagerhaus laufen. Hier haben wir auch noch ein paar Öfen, aber hier ist auch nichts drin, ne, genau. Okay, dann auf wie ab zum Lagerhaus. Und ein bisschen Kohle mitnehmen. Wird bestimmt reichen, denke ich jetzt mal. So, wir brauchen für ein Stack Stein machen, brauchen wir 8 Kohle. Ach, da wird locker reichen. Ups. Tja, egal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann haben wir 16. Ne, kommen wir mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aber hier fliegen andauernd solche Flugzeuge rum. War so ultra laut. So. Und hier plästert es, Leute. So. Ne, komm, dann buddeln wir hier erstmal weiter. Wie geht's mit unserer Rüstung? Ach, die Rüstung ist ja noch ganz heile. So, 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 so. Hier müssen wir eigentlich auch wegmachen, ne? Und immer wenn wir einen vollen Stack Kobbel haben, tun wir den direkt in einen der Öfen rein. Weil ich habe vor, den Boden und die Wände aus diesen Steinziegeln zu machen. Kommen wir mal eben so und tun wir den hier hin, dann sehen wir da nämlich immer. So, 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 so. Ja, das ist Spannung pur. Ich kann mir nichts Spannenderes auf der Welt vorstellen. So. Nee, komm, gehen wir erstmal hier in die Breite rein, weil wir jetzt erst 2 von 5 Feldern. Dann genau. So, gehen wir hier mal eben zack, zack, alles weg. Ist ja fix gemacht. Ist jetzt natürlich nur eine Ausrede. Eigentlich dauert, brauchen wir jetzt wahrscheinlich hier Tage noch. Ich wage auch stark zu bezweifeln, dass wir diese Aufnahme damit fertig werden. Aber das stört euch ja nicht. So. Ja, ja. Ich hätte mir auch mal ein paar Themen raussuchen können, ne? Ich denke da nie dran, wenn ich jetzt hier so eine Aufnahme starte, weil das ist eigentlich immer sehr spontan. Weil ich saß ja auch vorhin, kam hier von der Schule nach Hause. So, musste ich mich mal eben wieder anders hinsetzen. Kam von der Schule nach Hause. Erstmal ein bisschen was gegessen, ne? Weil, ne, ist klar. Und dann. Ja, ne, Hausaufgaben. Wer macht sowas? Und ja, ne, direkt mal hier einen PC gesetzt und überlegt, ja komm, nimm's mal auf. Ne? Kurz die paar Testaufnahmen. Ich mache vorher mal eine Testaufnahme, um wegen gucken, Lautstärke und sowas, ob das alles richtig in Ordnung ist. Damit es nicht die Musik mich übertönt und sowas, weil ich alles live mische. Und
Aber ich guck, ob das alles passt. Und wenn das dann passt, dann nehme ich eigentlich direkt immer auf und gehe halt direkt in die Aufnahme rein, ohne noch irgendwie vorher irgendwas zu planen oder ähnliches. Deswegen, ja, sind das alles eigentlich immer so gesehen eigentlich Spontanaufnahmen. Nicht nur so gesehen, ist auch so, denke ich mal. Und ja. So ist das, wenn ich aufnehme. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich glaube, ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf. Oder es ist circa eine Stunde. Ich glaube, ich habe ein Viertel vor drei? Eins? Nee. Ich habe um 20 nach 12 oder so angefangen. Oder halb eins oder so. Und es ist schon halb zwei. Ja. Egal, ich bin gerade so gut drauf. Außer gerade die Sache mit den Creepern, die mich ein bisschen aufgeregt hat. Aber sowas kommt ja auch mal vor. So. Wir scheinen das mal eben erstmal liegen, dann buddeln wir erstmal. So. Ja. So, dann hier mal eben wieder zack hingesetzt. Ja, guck mal, hier haben wir schon. Wir machen eben die Steine ein bisschen weg. Ups, da habe ich einen zu viel weggemacht, aber ist ja auch egal. Stört doch niemanden. Guck mal, die Wände eigentlich. Ja, nee, die Wände hinten, die Wand kann ich noch nicht machen. Und ich muss auch hier erstmal gucken, eben wie tiefer sein müssen. Wenn wir das Wasser hier runterfließen, weil in dieser Höhe, sagen wir so, machen wir eben mit Erde hier. Da fließen die Sachen dann rein. Kommen dann zu einem Punkt. Ja. Heißt, wir wollen hier drunter eine Mindest-Vierer-Höhe haben. Heißt, wir gehen noch so tief. Ja. Dann mal, ne, auf und Gippi. Ja. Ich mache jetzt hier erstmal so eine einfach mal mitten ins Gemüse rein. Und gucken dann, dass wir gleich hier sehen, wo wir auskommen. Haben wir so wie so ein Gebiet erstmal abgesteckt. Ah, da sind wir schon fast am Ende, sehe ich gerade. So, da haben wir es auch schon. Und dann machen wir eben hier so zack und kommen auch hier nochmal hoch. Und tun hier mal nicht da, sondern hier. Den nächsten Koppel rein. Hier müsste eigentlich schon fast fertig sein. Genau. So, dann tun wir mal hier in die Kiste. Tun wir auch schon mal eben ein bisschen was an Erde rein. Die nehmen wir mal noch mit. So. Das können wir mal eben wieder wegmachen. Au. So. So. Machen wir hier erstmal so ein Zweierding. Zack, dann ist die Spitzhacke schon kaputt. So. Ja, so ist das halt.
Da kommen wir auch nicht dran vorbei, das hier zu machen. Weil wir wollen ja diese Erntemaschine haben, ne? Und dafür muss man halt auch arbeiten, Leute. So, aber... ja... geht ja alles noch, ne? Ist alles noch im Rahmen. Relativ. Aber ich glaube, ich mache jetzt eigentlich auch mal eine Aufnahmepause, weil... ja, ne? Ist halt so. Wie oh, wir haben schon wieder... Oh. Die kann man eben noch machen, die Reihe. Das obere Ding hier. Ich bin viel zu schnell für das Spitzhacke-Ding. So. Die Erde weg. Ja. So. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich das hier mal ein bisschen brutzeln. Da werden wir, wisst ihr ja, ne, machen wir uns hier diese Steine draus. Dann habe ich vor, kann ich hier mal eben zeigen. Wir machen ja diese Höhe vom Boden her. Dann machen wir eben hier ein bisschen. Müssen wir hier dann noch einen tiefer buddeln. Gehen wir hin. Ja. Wir auch schon ein bisschen auslegen eigentlich, ne? Gehen wir mal eben kurz hier. Warte, ich habe nur den Weg nach oben. Ja, hoch. Achso, dann müssen wir ja leer machen, sonst geht das ja nicht. So. Zack, guck mal. So, geht ja ganz fix hier. Dann machen wir eben mal hier bis hinten. Dann wissen wir, wie das aussehen wird oder könnte. Weil ich weiß auch nicht, ob das endgültig ist oder ob wir da noch ein bisschen was anderes machen. Ob ich da vielleicht lieber aus dem Nether so ein paar Quarzzeugs hole. Dass wir daraus hier irgendwas machen. Aber das weiß ich nicht, ob das so geil aussehen würde. Oder wir arbeiten hier ein bisschen mit Teppichen. Das kann man ja auch machen. Werden wir dann im Endeffekt sehen, wie wir lustig sind, wie wir es machen. Und ja, ich denke mal, es wird schon ganz nice hier unten. Und ich bin mal gespannt, wie oft wir das Ding überhaupt nutzen werden. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme Minecraft, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft und sowas. Und ja! Bis denn! So, da haben wir jetzt schon ein dickes Stück geschafft. Aber ich denke mal, da werden wir schon noch so ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber das ist ja kein Problem. Können wir ja machen. Wir haben ja Zeit, ne? Wir können das Let's Play ja so lange ziehen, wie wir wollen.